Heinz und ihr lieben Teilnehmer, ich möchte euch ganz, ganz herzlich hier im Webinar von Heinz Evertcams begrüßen, was wir von Agile oder von Agil lernen können. Ich möchte Heinz ganz kurz vorstellen. Heinz, du hast ein sehr bewegtes Berufsleben hinter dir und wir haben darüber gesprochen und bezeichnest dich jetzt als Protagonist in der Anwendung von Agile oder Agil und Lean jenseits von Produktentwicklungen in der IT. Kennengelernt haben wir uns Ja. erst, kennengelernt haben wir uns vor noch gar nicht so langer Zeit, und zwar im Juni in München auf dem Lernrock Camp. Das war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung von Personen, die sich zusammen, gemeinsam beim Lernen, bei der persönlichen Entwicklung unterstützen möchten. Und Heinz, du hast dort einen Vortrag gehalten und ich war total fasziniert und ich habe mir gedacht, diesen Vortrag möchte ich auch gerne in meinem Jugend-Online-Event haben, weil du so wichtige Informationen weitergegeben hast, die ich meine, auch für unsere jungen Leute, die jetzt in diese VUCA-Welt hineinwachsen, ganz großer Bedeutung sind. Aber vielleicht, bevor wir starten, Heinz, noch ein paar Worte zu dir. Also das würde mich freuen, wenn du vielleicht noch ein paar Worte zu dir sagst und dann gehen wir in deine Präsentation. Ja, du hast das sehr schön anmoderiert, dass ich ein sehr bewegtes Berufsleben hatte und ich denke auch noch ein sehr bewegtes Berufsleben haben werde, weil mit fast 64 hört das Berufsleben ja nicht auf. Und vor allen Dingen deshalb nicht, weil ich das als einen Bereich des Wachstums sehe. Und Wachstum sollte aus meiner Sicht eigentlich nicht nirgendwo enden, schon gar nicht mit so einer Zahl von 65, die irgendwelche Menschen in die Luft geblasen haben. Also, ja, ich hatte ein ganz spannendes Berufsleben und vielleicht fange ich einfach mal so ganz kurz an, was ich alles bisher gemacht habe. Und daraus wird auch schon deutlich, dass das alles nicht mehr stringent geht. Ich habe mal eine Schreinerlehre gemacht und sehr viel später ist mir klar geworden, dass ich das getan habe, weil mein Vater Schreiner war und ich meinem Vater gefallen wollte. Habe aber festgestellt, während der Schreinerlehre, die ich abgeschlossen hatte, dass Schreinern nicht mein Ding ist. Ich bin kein Handwerker. Habe dann über den zweiten Bildungsweg mein Fachabitur gemacht und habe dann angefangen, Bauingenieurwesen zu studieren, weil viele aus meiner Klasse Bauingenieurwesen studiert haben. Nach 2 Semestern war mir auch da klar, das ist nicht das, was mich ja wirklich begeistert und weiterbringt. Habe dann Zivildienst gemacht und nach dem Zivildienst bin ich dann nach Rosenheim gegangen, habe dort Holztechnik studiert. Alles immer noch meinem Vater geschuldet. Während des Studiums ist mir klar geworden, dass die Technik nicht das Primäre ist, was mich begeistert und habe dann noch ein Aufbaustudium Wirtschaft gemacht und bin dann als Produktionsleiter in einer Tischfabrik angefangen, einer großen Tischfabrik, 700 Kautschische am Tag wurden dort ausgeliefert. Und das waren alles ganz wertvolle Erfahrungen, aber auch das war dann auf Dauer nicht das, was meine Vorstellung von meinem Leben entsprochen hat. Und habe dann eine Weiterbildung zum Organisationsprogrammierer gemacht, habe dann einige Jahre programmiert, war dann IT-Manager, bin dann in die Prozessoptimierung hineingekommen und war nachher in einem großen Konzern Knowledge Manager. Und da hat mich dann agil irgendwo eingeholt. Es war gar nicht mal so offensichtlich, aber ich habe damals verstanden, dass agil hilft. Und vielleicht kann ich jetzt mal ein bisschen so in meine Präsentation hineingehen.
Du musst mir eben helfen, wie ich dort den Zeichenmodus Und dann einschalte, den muss ich Gabriela. dir einschalten, einen ganz kleinen Moment. Zeichnen. Jetzt haben wir die Zeichenwerkzeuge. Du kannst einfach auf den Stift klicken und dann auf eine Farbe, das ist dieses Dreieck, und kannst anfangen zu zeichnen. Also auf dieses Stiftzeichen, das ist das zweite von oben. Das habe ich, glaube ich, schon. Dann gibt es noch die Farbe, das ist dieses Also Quadrat ich über dem glaube, ich habe runden. jetzt Eckschein unterstrichen. Kann Ja, man das das kann man so sehr gut sehen? sehen. Super. Ich weiß nicht, was Sie mit dem Wort Agile verbinden. Für mich ist das mittlerweile das geworden, was ich als empirische Prozesssteuerung bezeichne. Also immer wieder kleine Experimente fahren, sehen, wie diese Experimente funktionieren und daraus zu lernen. Und das ist für mich eigentlich der Ansatz von Agile. Und das andere, was vielleicht für mich noch erläuterungswürdig ist, ist Kompetenzaufbau. Es geht nicht um Wissen, es geht um die Sachen, die ja, mir helfen, anderen helfen, etwas in der Welt zu tun, etwas zu bewegen, Ergebnisse zu erzielen. Und das ist einfach mehr als Wissen. Und das Ganze habe ich mal so zusammengefasst, man braucht das Hirn dazu, man muss es mit dem Herzen tun und mit der Hand. Und ich habe während meiner Zeit als Knowledge Manager den Spruch von Schopenhauer gelesen, was das Herz nicht durchlässt, kommt im Verstand nicht an. Was das Herz nicht durchlässt, kommt im Verstand nicht an. Und das war für mich der Grund, seit dieser Zeit Menschen als Herz-Kopf-Menschen zu malen. Also Herz und Kopf an einer Stelle, weil es braucht einfach Energie, damit sich rein biochemische Synapsen neu verknüpfen. Also dass wir neue Handlungspfade beschreiten können. Und diese kleine Spirale, die ihr da in den Kopf seht, ist die Energie, die dann entstehen kann. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu dem Bild oder zu den nächsten Bildern habt, dürft ihr die gerne in den Chat stellen. Ich gehe jetzt mal weiter. Mittlerweile ist die Frage des Wozus für mich essentiell geworden. Wozu bin ich auf der Welt? Wozu mache ich Dinge? Wozu will ich wachsen? Wozu will ich Beitrag leisten? Und ich habe das für mich mal als die Kompetenz als Geschenk tituliert. Es geht also darum, Geschenke zu machen. Und in der agilen Welt gibt es sowas wie User Story, also etwas für den Anwender zu tun. Und wie ist die Geschichte, die ihn glücklich macht? Und für mich ist wichtig, dass auch meine eigene Geschichte dahinter steckt. Denn wenn man ein Geschenk verschenkt, macht man ja nicht nur den Beschenkten glücklich, sondern wenn man dann das Lächeln auf seinem Gesicht sieht, erzeugt das bei ihm ja auch Freude, ein Zauberlächeln. Und das Ganze habe ich mal als Zauberlächeln tituliert, Kompetenz zu entwickeln, um andere zu beschenken, aber auch sich selbst zu beschenken. Und das ergibt Sinn. Und immer wenn Sinn da ist, ergibt das Identität. Und bin vor einigen Wochen interviewt worden, was denn mein Wozu ist. Es war eine sehr spannende Frage und die beschäftigt mich immer noch. Und ich war in den letzten, von Mittwoch bis Freitag, bei einem Kunden und habe dort magische Elemente oder magische Momente erlebt, wo Menschen wirklich angefangen haben, jenseits der Beschränkungen einer Organisation wieder zusammenzuarbeiten. Also wirklich zusammenzuarbeiten, sich zu respektieren, ihre Meinungen offen zu sagen und gemeinsame Lösungen zu finden, die man einfach nur gemeinsam
machen kann. Und das Erleben dieser Elemente, dieser Umwelt zu schaffen, in der das wieder möglich ist, das ist im Moment mein Wozu und das macht mich sehr glücklich. Und vielleicht darf ich das sagen, ich habe dort dann eine der Ikonen der deutschen Wirtschaft getroffen, heute 85 Jahre, der ein Milliardenunternehmen aufgebaut hat, der sich in meinen Vortrag hineingesetzt hat und mir nachher die Hand geschüttelt hat und gesagt hat, so haben wir früher gearbeitet und so müssen wir wieder arbeiten und das macht mich unendlich stolz. Das freut mich sehr zu hören. Ja, das war wirklich ein sehr bewegender Mann, ein 85-jähriger Unternehmer, der noch völlig geistig klar ist, sowas sagt. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch mit dem Wort VUCA etwas anfangen kann, also volatil, Unsicherheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit. Und es braucht, um letztlich ein Geschenk in die Welt zu bringen, eine Umgebung, die jenseits von VUCA ist. Als ich mein Bauingenieurstudium abgebrochen habe, war zu der Zeit Flaute auf dem Bau. 3 Jahre später sind meine damaligen Kommilitonen, die es durchgezogen haben, von der Hochschule weg in die Firmen geholt worden. Also das heißt, unsere Welt ist einfach sehr, sehr stark schwankend. Und heute weiß überhaupt keiner mehr, ob, wenn er denn einen Beruf ergreift, ob er den in 5, in 10 Jahren wirklich noch ausüben kann. Also da ist einfach durch die Geschwindigkeit, durch die Dynamik unserer Welt ist eine ganz, ganz starke Unsicherheit entstanden. Und komplex, durch diese Geschwindigkeit und durch diese, ja, dieses weltweite Dorf ist einfach eine Komplexität entstanden, die für einzelne Menschen kaum noch zu überblicken ist. Und das alles ist schon gar nicht mehr eindeutig. Also es sind so viele Signale in der Welt, die einfach unterschiedlich interpretiert werden können. Und in so einer Umgebung, in so einer VUCA-Umgebung, stark schwankend, unsicher, komplex, mehrdeutig, ist es ganz, ganz schwer, Energie, fokussierte Energie, zu entwickeln, um sich selber weiterzuentwickeln. Ich spreche da von Schutzplanken und die erste Schutzplanke ist die Zeit. Je weiter man in die Zukunft schaut, je mehr VUCA ist in dieser Welt. Und wenn man dieses Wort des Timeboxings, also Zeit als Beschränkung, wirklich ernst nimmt, was wir von den Agilen haben, dem ist das übrigens der Takt, dann passieren Folgendes: In einer kleinen, überschaubaren Zeit wird es plötzlich stabil. Und wenn es stabil ist, kann man eine gewisse Sicherheit haben. Wenn man dann auch es schafft, Fokus hineinzubringen, dann werden die Sachen einfach und eindeutig. Und das hilft Menschen, wieder fokussierte Handlungsenergie zu entfalten und ihre Ziele anzustreben. Und das ist vermutlich in jeder Lebensphase anders. Ich hatte vorhin aufgezählt, welche Berufe ich alle habe, und das war wahrscheinlich noch gar nicht alles. Und es war immer in jeder Lebensphase anders. Und trotzdem habe ich mich immer aufbauend weiterentwickelt. Aber nur deshalb, weil ich nicht von einem zum anderen gesprungen bin, sondern weil ich auch da es geschafft habe, Abschlüsse zu finden oder mich aus den Erkenntnissen heraus weiterzuentwickeln.
Dich hat dieses Bild sehr angetan, wenn hast du mir erzählt, Gabriela. Was war für dich denn da das Entscheidende, das Wozu? Also das, was mich persönlich angesprochen hat, das war tatsächlich der Begriff Schutzplanken, weil ich glaube, dass diese tatsächlich notwendig sind, um gut und fokussiert durch die VUCA-Welt zu gelangen. Und das andere, dass wir diese Schutzbalken auch tatsächlich oder Schutzplanken tatsächlich auch selbst aufbauen müssen. Dass aber natürlich auf der einen Seite die Timebox und auf der anderen Seite auch die Fokussierung, also die ich ja auch selbst vornehmen muss, helfen können. Und also diese Kombination und die Bedeutung, also auch klare Bedeutung, die du durch dieses Bild ja auch gibst, die haben mich hier persönlich überzeugt. Also, dass man diese Schutzplanken braucht für sich selber, aber man sie entwickeln muss, auch selber. Ja, genau das ist es. An die Teilnehmer, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die gerne in den Chat hineinbringen. Wie macht man das jetzt? Und ich hatte vorhin davon gesprochen, dass Agil für mich eine empirische Steuerung ist. Und hier steht jetzt Takt. Timebox und Plan, Do, Check, Act kommt von Deming, der Mann, der den Japanern gezeigt hat, wie man Lean arbeitet. Also etwas planen, es tun, etwas bewerten und aus dem, was man gelernt hat, wieder neu agieren. Und das alles in einer sich wiederholenden Zeitschleife. Und in meiner Welt sind Projekte immer nur 12 Wochen. Und dann fängt man mit einem neuen Projekt an, wieder 12 Wochen und dann wieder 12 Wochen und wieder 12 Wochen. Und in jedem Projekt gibt es Geschenke, die aufeinander aufbauen und dann zu dem großen Geschenk führen. Und diese 12 Wochen unterteile ich dann mindestens nochmal in jeweils 3 Monate, also in einem Monat, um zu sagen, welche kleinen Erfolge brauche ich, welche kleinen Geschenke brauche ich in einem Monat. Und ich hatte gerade das Wort Erfolg erwähnt. Wenn ich mir bewusst mache, dass ich etwas erreicht habe, ist das ja ein Erfolg. Und auf diesen kleinen Erfolgen, in München hat man das Erfölgchen genannt, in Stuttgart hieß es dann Erfölgle, weil also diese kleinen Erfolge, die motivieren auch und helfen einem dann auch letztlich große Geschenke in die Welt zu bringen. Und deshalb ist meine Vision auch noch nicht erreicht. Ich habe sicherlich einiges in die Welt gebracht und bin vielleicht da und da wird es noch viele, viele weitere Geschenke geben, die in die Welt kommen. Und dieses Bild besagt, je größer VUCA wird, je größer wird die Unsicherheit in dieser Welt. Und diese Unsicherheit, die kann man kleinschneiden, indem man die Zeit kleinschneidet. Und damit wird die Welt, ich gehe nochmal einmal zurück, wird die Welt dann stabil, sicher, eindeutig und einfach. Also in einem Monat ist dieser VUCA-Anteil der Welt wesentlich kleiner, als wenn ich am Beginn einer Lehre, die über 3 Jahre geht, das alles vorstelle. Aber Monat für Monat kann dann Energie fließen. Vorgestern in der Firma, von der ich erzählt habe, habe ich dieses Bild gezeigt und der CEO, also der Inhaber und Gesellschafter, also nicht der Sohn, der Vater, sondern der Sohn, hat es ja zum zweiten Mal dabei
Und ich schreibe da manchmal vom Buddha diesen Spruch rein, der Moment hat keine Probleme. Und ich habe nachher eine kurze Umfrage gemacht, was war Ihnen denn in diesem Vortrag am wichtigsten? Und dann hat er mir gesagt, der Moment hat keine Probleme. Und ich hatte es in dem zweiten Vortrag überhaupt nicht reingeschrieben. Das hat er noch aus dem ersten Vortrag behalten. Und das war für mich einfach faszinierend, dass, ja, dass diese Botschaft so angekommen ist. Alles, was seit 2600 Jahren in der Welt ist, auch heute noch seine Berechtigung hat. Das ist so ein bisschen sind die Prinzipien, die dahinter stecken. Und ich habe das jetzt mal in Methoden und in Tools dargestellt. Für mein Leben, meine Projekte basieren immer auf einem Ergebnisszenario. Und am Ende des Ergebnisszenarios gibt es dieses Geschenk für den Kunden, wer immer der Kunde sein wird. Und diese Geschenke, damit ist immer eine Geschichte verbunden. Als Knowledge Manager habe ich gelernt, dass man Menschen am besten mit Geschichten erreicht, die Emotionen portieren, damit das Herz auch angesprochen wird, damit also auch die Energie der Veränderung erzeugt wird. Und für mich hat jede von diesen Geschenken hat mehrere Geschichten. Und aus diesen Geschichten, diese Geschichten haben dann einen Namen, zum Beispiel Kompetenzstufen. Zum Beispiel kennt man das bei den Sprachen, wo ich ein A-Level, ein B-Level und ein C-Level habe. Das heißt, ich kann die Sprache verstehen, ich kann die Sprache sprechen, ich kann mich in der Sprache auch wirklich in dem Land bewegen. Und dann gibt es wieder Unterstufen A1, A2, A3, A4, wie auch immer. Und das sind jetzt die Quartale, das ist jetzt eine Planung für ein Jahr, wo drin steht, was muss ich machen, in welchem Quartal, welchen Kompetenzen, für welche Ergebnisse muss ich da erzielen. Und das gerade nächste Quartal ist runtergebrochen in kleine Ergebnisse, die ich in den Monaten erzielen muss. Aber nur für das nächste Quartal. Das ist sehr grob und das ist dann fein. Und deshalb nenne ich das auch ein Szenario und keinen Plan, weil das kann sich aus den Ergebnissen, die ich hier erziele, oder wie meine Umwelt sich verändert, kann sich das alles verändern. Und damit ich das abarbeiten kann, bringe ich das Scrum-Bahn, ist so eine Mischung aus Kanban und Scrum für die agil kennen, habe hier die Ergebnisse, die ich erzielen will, das sind praktisch hier, die dort stehen, übertragen. Und was muss ich in dem To-Do, was muss ich tun, um dieses Ergebnis zu erzielen? Und was ich gerade jetzt mache, kommt dann in Progress, also das mache ich gerade. Und dann gibt es diese Spalte dann. Und da steht drin, was fertig ist. Und entscheidend bei diesem System ist, dass hier ein, maximal zwei Dinge im Progress stehen, also die ich gerade tue, damit ich mich nicht verzettle, sondern ich fange erst immer dann mit dem nächsten an, wenn eins fertig ist. Das ist ganz essentiell für Produktivität. Und ihr findet hier wieder dieses Plan, Do, Check, Act, hier auf Monatsebene, dann auf Quartalsebene. Also es ist immer wieder ein Plan für die nächste Timebox. Es wird ausgeführt, es wird geschaut, was ist passiert, was kann ich daraus lernen. Und so ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Geschenke in die Welt kommen, sehr, sehr groß. Und vor allen Dingen, weil diese Methode den Sinn und die Identität bis auf die einzelnen Schritte bringt, die es braucht, um das abzuarbeiten. Damit habe ich dann auch selber die Energie. Jedes Mal muss ich mich gar nicht mehr jedes Mal fragen, warum tust du das, sondern das schwingt einfach im Hintergrund mit. Das war das, was mich dahin gebracht hat, wo ich heute stehe.
Wenn ihr jetzt Fragen habt, Anregungen, das steht jetzt in der Session, könnt ihr die gerne in den Chat bringen. Gabriela, hast du schon irgendwelche Gedanken, die dir, Fragen, die dir während du das jetzt zum zweiten Mal hörst, gekommen sind? Heinz, erstmal möchte ich dir sehr danken für diesen sehr besinnlichen Vortrag auch, muss ich sagen. Also der auch sehr in die Tiefe geht und zum Nachdenken anregt. Ich kenne deinen Vortrag auch. Ich bin ja auch von deiner Methodik sehr überzeugt und finde es faszinierend, diese wesentlich menschlichen Bedürfnisse eigentlich auch des Nutzenstiftens, also dass ich auf der Welt bin, um anderen Nutzen zu stiften, tatsächlich auch auf so eine Methodik zu übertragen, dass ich das auch tatsächlich fertig bringe und noch dazu in dieser sehr komplexen und ja, wir sagen VUCA-Welt, sehr komplex, aber auch sehr, sehr wirbeligen Welt, also sehr unruhigen Welt, dass ich jetzt schaffe, mich auf das, was ich anderen bringen kann, als Geschenk bringen kann, tatsächlich auch auf den Weg zu setzen, sagen wir es mal so. Eine Frage, die ich habe, das sind ja Methoden, die man gar nicht so einfach lernt. Also ich habe jetzt schon mal angefangen, auch Scrum zu lernen, ein bisschen kenne ich auch Kanban, aber so einfach nur mal. Geht das nicht? Wo kann man denn das lernen, Heinz? Das ist eine sehr gute Frage und die hat mich auch sehr umgetrieben, weil das ja eine Kompetenz ist, wie du sagst, die man aufbauen muss. Und das hat mich dann bewegt, eine Akademie zu gründen. Und habe ich dann viele Menschen gehabt, die mir dabei geholfen haben. Und in dieser Akademie wird Wissen vermittelt. Und ich hatte es gesagt, Wissen ist noch keine Kompetenz. Und deshalb haben wir ein dreistufiges Modell. Letztlich kommt es aus der Lehre. Also es geht darum, Wissen zu vermitteln, was dort in der Berufsschule passiert. Es geht darum, es gezeigt zu bekommen, begleitet zu bekommen, was in den Werkstätten passiert, wo der Meister den Lehrling begleitet. So begleiten wir ganz ja, konkret Projekte in Firmen, damit das, was die Menschen in unseren Lehrgängen gelernt haben, dort zur Anwendung bringen. Und der letzte Teil ist einfach selber tun. Und wir haben da so eine Prozentzahlen mal dahinter gehört. Es geht um 10% Wissen, es gibt 20% Anleitung und 70% wird Kompetenz durch selber tun aufgebaut. Das sind jetzt 100%, und da wir ja wissen, dass die Welt sich immer weiterentwickelt, haben wir da nochmal plus X dazu geschrieben, weil in den Firmen die Menschen einfach auch lernen und wir auch immer wieder lernen. Und deshalb ist dieses plus X für uns ganz wichtig geworden. Und diese Methode ist letztlich auch nicht fertig, sondern das wird sich immer wieder weiterentwickeln und ist über die letzten 10 Jahre durch die Erfahrungen in unterschiedlichsten Branchen, unterschiedlichsten Firmen, unterschiedlichsten Projekten, mit unterschiedlichsten Menschen entstanden. Und das bedarf Zeit. Kompetenzaufbau ist eine hohe Kunst. Genau, das stimmt. Und dem muss man auch Zeit geben. Und das ist ja auch diese hohe Kunst, das zu lernen. Also, dass man sich dann aus diesem Wirbel zurückzieht und immer wieder auch auf sich fokussiert und auf die eigene Entwicklung schaut. Und das bietet ihr an. Oder bietest du auch an, sozusagen hauptsächlich in Begleitung? Also ich kann mir vorstellen, dass nach diesen 20% auch die weiteren 70% noch in irgendeiner Form ja auch in einer
vielleicht etwas lockeren Begleitung bestehen. Insbesondere wenn es dann auch wieder um Veränderungen geht. Das heißt, dass man ja eigentlich fast in eine Community mit also eintritt. Ja, das ist unser Ziel, einmal die Community in den Organisationen, die das dann auch in andere Bereiche hineinträgt, also dass es nicht nur bei einigen Pilotprojekten bleibt, sondern dass das dann auch in der gesamten Organisation Wurzeln fasst und diese Kompetenz hineingetragen wird. Und ich habe ein sehr schönes Beispiel, wo wir eine Firma begleitet haben und die eine Entwicklungsabteilung in China hat. Und nachdem wir die Kollegen in Deutschland begleitet haben, habe ich dann ein Jahr später eine E-Mail bekommen, HG Lean goes China, wo die Kollegen dann selber nach China gefahren sind und haben dort ihren Kollegen das Ganze vermittelt. Und das hat mich sehr stolz gemacht, weil darum geht es, also die Kompetenz wirklich in die Firmen zu tragen. Und das andere ist halt dieses Netzwerk, das über die Firmengrenzen hinweg da ist, um alle diese Erfahrungen, die dort entstehen, zusammenfließen zu lassen und immer wieder in diesem Plan, Do, Check, Act, Zyklus zu bleiben. Also eben im Zyklus bleiben. Jetzt haben wir noch eine Anmerkung von Rainer. Also ganz wichtig ist nicht nur das How-to, sondern auch die passende Haltung, sprich Einstellung dazu. Ja, wenn das Wozu nicht da ist, dann nützt mir das wie auch gar nicht. Warum oder wie ich es machen soll. Es ist wirklich essentiell. Und ich erlebe manchmal oder bekomme manchmal Fragen, wie kann man jetzt einer Putzfrau in einem Krankenhaus vermitteln, dass ihre Arbeit wirklich wichtig ist. Und allein die Frage ist für mich schon ein Ausdruck dafür, dass es da an der Haltung fehlt. Die Reinigungskraft im Krankenhaus ist essentiell für ein Krankenhaus, weil nur wenn alles sauber, wenn alles steril ist, dann können Menschen gesund werden. Und warum sollte man das diesen Reinigungskräften nicht auch vermitteln und wertschätzen können, welchen entscheidenden Beitrag sie für die Gesundung der Patienten liefert? Also das ist schon wichtig und eigentlich ist es da. Eigentlich ist es in den Menschen vorhanden. Wenn man dem wieder einen Raum gibt, in dem es lebbar gemacht werden kann. Und das ist vielleicht das, was die Methode, die ich in die Welt bringe, ausmacht, dass wir einfach ein Umfeld gestalten, in dem wieder die passende Haltung und Einstellung, die ja in den meisten Menschen vorhanden ist, weil jeder möchte ja einen Beitrag leisten, jeder möchte ja wachsen, jeder möchte ja verbunden sein. Bis hin, dass jeder Abenteuer erleben möchte und aber auch genauso Sicherheit. Und wenn man ein Umfeld, eine Welt gestaltet, in dem diese Bedürfnisse wieder lebbar werden, passieren tolle Dinge. Und das sind die magischen Momente, die mich zurzeit wirklich sehr, sehr glücklich machen. Ja, da kann ich nur zustimmen. Das ist das, wo ich auch meine, dass wir in unserer Welt dem wieder, also diesen Grundbedürfnissen, diesen sozialen Grundbedürfnissen wieder mehr Raum einräumen müssen. Im Arbeitsleben, denke ich, aber vielleicht auch im Privatleben. Ja, und das darf gar nicht getrennt sein. Also für mich ist es ein Leben. Es gibt Es gibt nur ein es gibt Leben. halt nur eins. Das ist Und wichtig, ja. dann darf ich meine Bedürfnisse auch auf der Arbeit wertschätzen und versuchen zu verwirklichen. Und das schaffen wir wirklich auch in einem
wie soll ich das sagen, in Organisationen, deren Ziel und Sinn es ja ist, zu überleben in dieser Welt des Konkurrenzkampfes, ja, bestehen zu können und auch weiterhin Arbeitsplätze vorzuhalten, neue oder Wissen aufzubauen, Lehrstellen da zu haben, Ingenieure einzustellen. Und das geht. Es geht wirklich. Also wenn man von New Work spricht, dann ist es für mich in allererster Linie, Umgebungen zu gestalten, in denen das wieder möglich ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ziel, dass der Mensch wieder im Vordergrund steht, wenn wir es mal vielleicht auch so formulieren. Ja, ich mache das vorwiegend in der Produktentwicklung und Slogan von mir ist, Produkte werden von Menschen für Menschen entwickelt. Und das Produkt ist für mich das Geschenk. Produktentwicklungsteams machen der Welt, den Menschen ein Geschenk. Ja. Und auch die Reinigungsfrau in der Klinik macht dem Patienten ein Geschenk alleine durch ihre Anwesenheit. Ja, und dann kommt es wieder auf die Einstellung an, kann ich das schätzen oder kann ich das nicht schätzen? Und das ist ja auf verschiedenen Ebenen. Das ist ja die Wertschätzung der Patienten, die Wertschätzung des Pflegepersonals, die Wertschätzung der Ärzte, die Wertschätzung der Klinikleitung. Das verändert ganz, ganz viel. Lieber Heinz, ich hoffe, dass deine Worte über dieses Webinar hinaus getragen werden und Widerhall finden. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deinen Beitrag hier. Und wer dich jetzt nicht mitverfolgen konnte,